Ich gehe heute auf ein Fantasy-Fotoshooting und dafür richte ich mich jetzt. Am Schluss vom Video zeige ich euch dann auch noch eins meiner Outfits für heute. Ich habe insgesamt 3 verschiedene Outfits vorbereitet und ich hoffe wirklich, dass die dann später auf den Fotos gut aussehen. Weil wir so eine Art Prinzessinnen-Shooting machen, mache ich heute ein etwas leichteres Make-up, was aber auch süß aussieht. Deshalb habe ich jetzt eine meiner liebsten Foundations benutzt, die ist von IT Cosmetics und die sieht total natürlich aus. Und für mein Augen-Make-up nehme ich nur 2 Töne, und zwar einmal so einen rosanen und einmal einen, der glitzert. Sagt mir mal, ob ihr Lust auf so ein Fantasy-Shooting hättet oder ob ihr vielleicht sogar schon mal eins gemacht habt. Ich freue mich echt richtig auf heute, aber ich habe auch ein bisschen Panik, weil es soll einfach nachher regnen und es wird wirklich sehr, sehr kalt. Ich habe dann spontan entschieden, mir noch Locken zu machen, weil ich ja Naturwellen habe und wenn es regnet, werden meine Haare einfach richtig krause. Und das sieht wirklich gar nicht schön aus, deshalb mache ich mir jetzt zur Vorsorge mal Locken. Und ich habe auch Setting Spray und Setting Powder benutzt, dass mein Make-up auch wirklich den ganzen Tag so gut wie möglich hält. Das beste Setting Spray ist übrigens von Charlotte Tilbury. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal benutzt habt, aber ich finde das wirklich richtig gut. Das ist zwar etwas teurer als die anderen Setting Sprays, aber ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das hält wirklich den ganzen Tag. Wenn ich mit den Locken fertig bin, dann teile ich die immer noch ein bisschen, dass die dann natürlicher aussehen. Ich benutze aber kein Haarspray, um die Locken zu befestigen, weil die immer sehr gut bei mir halten, weil ich eben Naturwellen habe. Und das hier ist jetzt mein erster Prinzessinnen-Look. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr die anderen 2 Looks auch noch sehen wollt. In meiner Story auf Insta habe ich sogar schon ein paar Bilder von dem Shooting heute hochgeladen und glaubt mir, die sind wirklich so schön geworden.